Genau, Berlin ist der Hauptproduktionsstandort für Künstler weltweit. Es ist auch ein sehr wichtiger Galerienstandort. Wir haben hier rund 400 Galerien in der Stadt. Sehr viele von denen sind auch hier auf der Art Berlin vertreten oder präsentieren ihre Ausstellungen in der Stadt. Es ist gleichzeitig kein traditioneller Kunstmarkt mit einer hohen Sammlerdichte. Das ist aber was, was sich immer mehr entwickelt. Viele internationale und deutsche Sammler ziehen nach Berlin immer mehr, machen ihre Privatmuseen hier auf. Und es gibt sehr viele junge Leute, die anfangen zu sammeln, die auch zum Teil das erste Mal hier mit dem Sammeln in Berührung gekommen sind und jetzt Jahr für Jahr wiederkommen und immer mehr Kunst kaufen. Also es gibt sehr viele junge Galerien in Berlin, die nicht unbedingt den klassischen Weg der Galerie gehen. Mit einem festen Ort oder einer festen Künstlerliste oder festen Öffnungszeiten, sondern es gibt viele Galerien, die nomadisch sind, die kooperieren mit anderen Häusern, die vielleicht auch auf Beratung und Kooperation ihre Tätigkeiten ausdehnen, die mit unterschiedlichen Künstlern Projekte machen. Und das sind so Galerieformen, die ganz jung jetzt sind, die wir auch in unserem Salonbereich präsentieren. Ja, also die Kunstszene in Berlin ist nach wie vor die, würde ich mal sagen, spannendste Szene in Deutschland. Es passiert hier wahnsinnig viel. Es gibt, und es, Berlin ist ja nicht nur eine Start-up-City im Allgemeinen, sondern auch es gibt wahnsinnig viele Neugründungen von jungen Galerien. Es gibt viele Galerien, die schon seit 20 Jahren zeitgenössische Kunst international präsentieren. Berlin hat natürlich auch immer einen kleinen Markt gehabt im Vergleich zu amerikanischen Märkten, aber einen sehr aktiven. Und die Galerien haben eigentlich auch immer, dadurch, dass sie so international präsent waren, es immer nach außen getragen. Insofern ist es ein sehr aktiver Standort.